Hallo, liebe Leute, hier ist euer Strelok und ich begrüße euch zurück bei Wargame Red Dragon. Im letzten Video hatte ich gefragt, wie ihr dazu steht, nachdem ich jetzt die Kampagne um Busan beendet habe, ob ich jetzt noch die nächste anfangen soll. Bear vs. Dragon heißt die, also Bär gegen Drache. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe mir nur diesen Bildschirm angeschaut quasi. Es ist so, dass es einen zweiten Vietnamkrieg gibt quasi zwischen China und Vietnam. Und die Sowjetunion nutzt diesen Krieg, um die Grenzspannungen, die in den, ich glaube, 70er Jahren oder definitiv in 60er Jahren gab es welche, ich glaube 69 war das, zwischen China und Russland zu Russlands Gunsten zu entscheiden. Ja, so dass quasi sich russische Truppen an der russisch-chinesischen Grenze formieren und ja, zu erwarten ist, dass da demnächst was kommt. Die Frage ist jetzt nur für China, also wir sind quasi China, ob wir uns, ob wir warten sollen, bis Russlands Absichten eindeutig sind oder ein Präventivschlag gegen Russland ausgeführt werden soll. Und wie sich das entwickelt, werden wir jetzt mal sehen. Sign a mutual defense treaty aimed at containing China's influence. December 25th, 1978. 2 months later, with Soviet support, Vietnam launches a full-scale invasion of Cambodia, China's ally. January 1st, 1979. Deng Xiaoping meets Jimmy Carter, seeking American support against Vietnam. February 15th, 1979. China terminates its 30-year-old Treaty of Friendship, Alliance, and Mutual Assistance with the USSR. February 17, 1979. China invades Vietnam and warns the USSR not to interfere. February 1979. Nonetheless, the USSR sends warships and naval troops to Vietnamese waters and calls in mechanized troops to the Sino-Soviet border. Late February 1979. With its offensive bogged down in Vietnam, China realizes it can't afford to let the USSR get the upper hand and stab it in the back. March 2nd, 1979. Taking advantage of the absence of a main naval squadron and the incomplete buildup of Soviet forces, the PLA launches a surprise attack. Their objective, seizing and destroying the main Soviet supply base at Vladivostok. Okay, also ich glaube, die Chinesen haben sich für einen Präventivschlag entschieden. Also, Genosse Major, unsere Informanten sind sich sicher, dass die Sowjetunion, ich wollte schon sagen, Vereinigte irgendwas, die Sowjetunion ein Halleluja, da draußen tobt ein übelstes Gewitter. Aber ja, es sieht echt aus wie Weltuntergang. Ja, dass die Sowjetunion einen Angriff auf China innerhalb von wenigen Wochen plant und das Politbüro hat sich demzufolge entschieden, einen Überraschungsangriff durchzuführen und Vladivostok zu erobern. Das war schon lange ein. Also, das war tatsächlich ein Dorn im Auge der Chinesen quasi.
Ja, wir sollen die Chinesen so, die Sowjets so bald wie möglich angreifen und Vladivostok besetzen, bevor die Russen reagieren können und wodurch möglich wird, dass die Nordkoreaner zu Chinas Gunsten eingreifen. Danach geht's an der Küste weiter lang bis zu dem Flughafen hier. Wer ist der? Kavalerowo. Allerdings dürften hier ordentlich Flankenangriffe kommen. Davon ist zumindest auszugehen. Und Kavalerowo muss innerhalb von 18 Runden erobert sein. Währenddessen sollen die Flughäfen hier besetzt werden. Und oh, noch einer. Ein Major mit Stahlhelm. Die Kragenspiegel sehen echt lustig aus. Die Speerspitze der Offensive ist ein Panzerregiment, das immer wieder aufgefüllt werden muss, etc. You will just have to make decisions. Ah, okay. Um die Verluste halt auszugleichen, die Panzer erleiden muss, muss ich immer entscheiden, ob ich mit meiner Infanterie nur angreife oder bis zum nächsten Tag warte und dann mit Panzern angreife. Mal schauen. Also. Okay, das können wir dann erst einsetzen. Ach nee. Wir können hier also tatsächlich dann auch Seeschlachten durchführen. Oh, Ludas. Was haben die Nordkoreaner zu bieten? Ah, oh, süß. Die Chongyus sind echt putzig, weil die haben halt vorn auf dem Bug quasi. Ein Turm vom T-34 und auf dem Heck haben die einen Raketenwerfer von der. Vom. Keine Ahnung. Ja, egal. Weitere. Oh, doch. Ich kann. Mist. Jetzt habe ich hier die Navy schon hingestellt und wollte eigentlich. So. Eigentlich wollte ich noch ein paar Truppen hinstellen. Aber erstmal gucken, was wir haben. Wir haben hier Aufklärungsinfanterie und Aufklärungsjeeps. Typ 59. Also, wer World of Tanks spielt, dürfte die Teile kennen. Und normale Infanterie auf BMP-1. Und dazu hätte ich gern vier 450 Kilobomben und Infrarot, das dürften Flieger sein. Also das ist tatsächlich ein
Geschwader, was ich mir holen könnte. Was haben wir hier noch? Ganz normale Jäger mit zwei Raketen. MiG-21 mit halbaktiven Panzerabwehrraketen, aber auch nur zwei Stück. Und die. Nee. Ich nehme hier aus der PLA die Q5 hier. So. Und damit werde ich. Damit werde ich in Kravtsovka einfallen. So. Und damit hätten wir auch schon unsere erste Schlacht in der Kampagne China gegen Russland. Und. Okay, wir starten hier von Xingqing, glaube ich, wird das ausgesprochen. Also wenn hier jemand dabei ist, der Chinesisch kann, der darf sich hier gerne beteiligen und mir sagen, wie die chinesischen Namen immer ausgesprochen werden sollen. Denn ich habe keine Ahnung. Es gibt zwar einen Chinesischsprachkurs an der Uni, aber nee, brauche ich nicht. Okay, Mörser. So. Greifen wir mal an. So, also. Wir nehmen hier definitiv einen Aufklärungsjeep. Da kommt Infanterie rein und ich glaube, der BMP ist der. Der ist tatsächlich. Tatsächlich amphibisch, das heißt, die können hier dann immer schön gleich rein. Yep, kriegen auch noch ein bisschen davon mit. Zwei Flieger. Warum habe ich keine Panzer dabei? Das wundert mich gerade. Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Immer schön durch den Zaun durchfahren. Vor allem das Schöne ist, die Zäune sind
so groß, dass da ein Mensch einfach so durchlaufen kann. Natürlich. Die haben, das sind Clusterbomben, das gefällt mir natürlich. Das Problem ist, dass die also, dass ich halt nur ein Kommandofahrzeug hatte und dieses eine Kommandofahrzeug muss halt hier stehen, wo mein Nachschub herkommt. Und nicht in die Punkte rein kann, wo halt wo es halt nicht in die Gebiete rein kann, wo es halt Punkte gibt. Werfen wir mal auf diesen Wald ein paar Streubomben ab. In der Hoffnung, dass sich hier was findet. Ne, offensichtlich nicht. Toll, jetzt kommen die Maljutkas natürlich wieder.
So, jetzt muss ich nur noch die BTRs da vermutlich rausnehmen. So, damit haben wir gewonnen. Die Verluste halten sich in Grenzen, muss ich sagen. Nur ein Aufklärungsfahrzeug. Offensichtlich konnte ich die Schützenpanzerwagen wieder bergen. Und ja. Hier hat sich ein bisschen was. Also die Majotkas sind definitiv ausgefallen. Ein Aufklärungsfahrzeug, 8 Modschützen. Ja, das. Das lässt sich so sehen. Warum meine Panzer hier nicht mit eingegriffen haben, kann ich nicht sagen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann die Seeschlacht. Hier. Um diesen. Was ist das eigentlich? Okay. Was haben die? Ah, Antischiffraketen. Das gefällt mir. Ja, nächste Folge dann der Kampf gegen diese Sovremennis hier. Sollte definitiv zu gewinnen sein. Und bis dahin verabschiede ich mich mit besten kameradschaftlichen Grüßen. Euer Strelok. Ciao!